Du lieber Skorpion, im November zeigen sich dir wunderschöne Dinge, und zwar, wie du aus dem Schmerzkreislauf völligst aussteigst und auch aus deinen Zweifeln vielleicht und aus deinen Sorgen und auch aus der Unsicherheit heraus, vielleicht die aufgrund von alten Verletzungen sind, wo du vielleicht auch noch in einem Machtkampf oder Kampf drinnen gesteckt hast, von Gegenseitigkeiten, von Dualität, von ja, On-Off-Verbindungen, und das betrifft jetzt alles. Das kann jetzt dein beruflicher Weg sein, das kann aber jetzt wirklich auch Zwillings- und Dualseelen betreffen, also deine dir nächsten Seelchen, andere Verbindungen auch treffen, wo du vielleicht einfach ja, immer wieder mal durch Schmerzen durchgegangen bist oder wo du deinen Weg durch schmerzliche Erfahrungen gemacht hast, wo es immer so ein, ist es jetzt oder nicht, und Zweifel irgendwie darin verborgen war. Und im Endeffekt erkennst du jetzt, dass das Ganze ein Wachstum war und ist, wo du dich mit deinem Ursprung zurückverbindest. Also es geht hier absolut um dich und um diesen On-Off-Zyklus zu durchbrechen, und das erfährst du jetzt. Was kommt hier als Leitenergie hinzu? Und da haben wir jetzt die Heilerin der gebrochenen Herzen. Und zwar geht es jetzt darum, dass ich wahrnehme, dass du vielleicht aufgrund von Verletzungen, wie gesagt, Beruf oder in der Liebe, also oder deinen berufenen Weg und der Liebe, sagen wir mal so, kann aber jetzt auch sein, dass du Mobbing am Arbeitsplatz gehabt hast oder sonstiges, also auch das ist ja so eine Geschichte von Machtkampf und solchen Strukturen, dass du da jetzt ein bisschen den Selbst verborgen hast und vielleicht ein Stück weit abgehärtet bist und vielleicht ein Stück weit versucht hast, das Ganze jetzt mit einer gewissen Gefühlskälte abzuwehren auch von dir und das nicht mehr zu nahe kommen zu lassen. Oder aber es war einfach so, dass jemand wirklich mit dieser Ordnung, Disziplin und Loyalität vielleicht auch auf den falschen Stellen, ja, oder der Verlässlichkeit einer Familie hin oder sonst irgendwas, hier einfach eine Gefühlskälte an den Tag gelegt hat, die dich einfach unglaublich verletzt hat, und daraus resultiert da jetzt etwas in dir. Und da erkennst du jetzt, das ist aber etwas in dir, was einfach nur aufgrund dieser Verletzung im Herzen passiert ist. Es kann auch sein, dass du das schon von der Familie mitgebracht hast und dass es jetzt darum geht, das Ganze aufzulösen. Der Skorpion steht ja auch für das Sterben und Werden. Ich habe den Skorpion in MC. Und da geht es einfach auch darum, diesen Zyklus von Tiefgang, Hochflug und ja, immer wieder neue Wege finden, immer wieder eine Schale aufbrechen, immer wieder auch zurück zum Ursprung finden und sich für sich zu entscheiden und eben diesen Nullpunkt auch immer wieder zu finden, ohne dass es um einen wirklichen Kampf und den Stachel, der dann einsticht, geht, ja, sondern einfach dieses, ja, dieser Zyklus, der immer wieder anfängt und immer wieder endet eben auch. Und da darfst du dich jetzt für dich entscheiden und was für dich wichtig und richtig ist, weil da geht jetzt einiges für dich auf. Wir haben hier jetzt in der folgenden Energie, also was tut sich da jetzt auf, was kommt zu dir, und da hatte ich das Gefühl, dass dich eine gewisse Situation überfordert, die, oder eine gewisse Angst überfordert, also das Süßes oder Saures, wir sind hier, da habe ich irgendwie so eine Heimsuchung. Und das kann jetzt sein, dass im November du vielleicht verstärkt spürst und in die Heilung aber bringst, also Achtung, du bringst das hier in die Heilung, dass hier Ängste, Verlustängste vielleicht noch hier sind, bestimmten Personen vielleicht gegenüber oder bestimmten Situationen gegenüber, oder ganz allgemein, dass du etwas in die Umsetzung bringst, dass du Angst hast, dass du etwas nicht in die Umsetzung bringst, dass du Angst hast, überfordert zu sein, dass du Angst hast, etwas nicht zu schaffen. Also es geht schon auch um Ängste, dich selbst betreffend, aber auch in Bezug auf andere vielleicht, ja, dass du einfach andere auch verlieren könntest an der Stelle. Und das Schöne ist aber, was hier rausgeht, ist, dass du dein Herz und das, um was es hier geht, als nicht mehr seltsam empfindest und eben nicht mehr die Scheuklappen trägst, sondern hier in die Offenbarung für dich gehst. Also hier wird dir etwas bewusst im November, wo du die Scheuklappen quasi ablegst, wo du den Skorpionstachel weglegst, wo du nicht mehr in eine ungesunde Struktur gehst und einfach sagst, das ist alles nichts für mich, das ist alles ein Blödsinn, ich will einfach nicht mehr, ich bleibe jetzt für mich, da bin ich einfach besser und ja, das muss jetzt nicht mit der Partnerschaft zusammenhängen, sondern generell, vielleicht ist dir einfach irgendwas überdrüssig. Und das geht hier völlig raus. Also dir wird hier bewusst, dass du dich wieder öffnen darfst, dass es hier jetzt um dich geht, dass du wieder weich sein darfst, dass du wieder den Neuanfang finden darfst. Und wir sehen jetzt gleich hier, du kriegst hier eine absolute Erfüllung und Hochzeit auch wieder hier. Ja? Also was ist dir aber noch unbewusst? Weil da geht es ja jetzt um einen Aufbruch, da geht es ja um einen Wechsel, da geht es ja um einen Dreh. Und zwar
Ist dir noch unbewusst, dass es hier darum geht, dass du ja auch noch ein Muster in dir trägst, dass etwas, was du nicht haben kannst oder etwas, was kühl und distanziert für dich wirkt, eine gewisse Spannung in sich trägt. Und mit dieser Situation darfst du jetzt hier in den Frieden finden. Hier darfst du einfach etwas Wachsendes, etwas Blümiges hineinbringen, etwas Vergebendes hineinbringen und auch in deine Unabhängigkeit womöglich auch. Also auch diesen Weg finden, dass du erkennst, dass all das, was hier im Außen passiert, nur dir dient und nur dich für dich wichtig ist, dass es, weil es um deine Unabhängigkeit geht, weil es darum geht, dass du dich von alten Strukturen hier befreist. Und wie gesagt, das wird dir hier alles absolut klar und da findest du dich auch. Deswegen geht es für dich auch weiter. Was ist dir völlig bewusst? Dir ist bewusst, dass es um deinen Lebensweg geht. Da haben wir es schon. Dir ist bewusst, dass es vielleicht um Spiritualität geht, dass es vielleicht um deine Fähigkeiten geht, aber auch in Verbindung mit anderen, dass du dich vielleicht beraten lässt, dass du da vielleicht auch bei Kursen wie das Mentoring oder so weiter mitmachst, dass du dich mit Menschen verbindest, mit Gleichgesinnten, wo es darum geht, in die Bewusstwerdung hineinzukommen und einen neuen Weg zu finden. Und das ist dir klar, das willst du nämlich hier auch. Es geht bei dir hier um einen Seelenumzug auch und um deine Fähigkeiten. Wir haben auch hier das spirituelle Gesetz der Anziehung, also du willst auch anziehen, was in dir steckt. Und da haben wir deine eigene Magie, nutze sie auch. Ja? Also du kommst hier in dein Potenzial, du machst hier immer weiter auf und gehst auch in die richtige Richtung. Und das ist dir bewusst. Das hier hält dich auch nicht wirklich auf, aber das ist etwas, wo es halt immer mal wieder so ein bisschen ruckelt vielleicht und ab und zu noch überfordernd gefühlt vielleicht stagniert, ist aber nicht so, weil das ist einfach im Grunde nur dieser Aufräumprozess, der gerade in dir drinnen stattfindet. Was sind jetzt deine nächsten Schritte? Nächsten Schritte sind jetzt, dass du dich einfach auf den Weg machst, dass es vielleicht noch holprig ist, dass es vielleicht noch schwankend ist manchmal, dass es vielleicht bei dir noch mal hin und her geht, auch im Gemüt, aber mach dir darüber keine Gedanken, weil das ist einfach nur der Heilungsweg, um den es da geht. Du bist hier in der Selbstmeisterschaft, lass dir auch die Zeit und den Raum, hier wirklich in deine Stabilität auch zu finden, weil was erwartet dich dann, sagt der Rat der Hohepriesterin, nichts weiter als die Hochzeit im spirituellsten Sinne, aber auf der Erde hier, weil du einen karmischen Prozess abschließt und somit in einen Neustart stattfindest. Und das wird wunderschön. Du erfährst jetzt hier eine Karma-Reinigung und erkennst dich auch an als wunderschönes, sinnliches Wesen und merkst mit der Zeit, dass du auf deinem Weg jederzeit gewesen bist und dich jetzt hier einfach in der Neuorientierung erfährst. Und das ist genau das, um was es geht. Du erkennst deine Spiegel im November und machst etwas auf und reitest jetzt quasi auf dem Rücken eines neuen Pferdes. Es darf auch leicht sein für dich. Bis dann. Papa.